Guten Morgen, meine Lieben. Heute nehme ich euch gerne mal mit in meinen Garten und zeige euch, was es da alles gibt. Denn dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr angepflanzt als sonst, aber schauen wir doch mal. Da möchte ich euch mit runternehmen. Ihr seht, er ist nicht sehr groß, der Garten, aber es gibt einiges zu entdecken. Also los geht's! So, dann zeige ich euch hier mal die wunderschönen Rosen. Die blühen jedes Jahr unheimlich toll. Es wird auch ein paar Rezepte zu Rosen geben demnächst, denn mit Rosen lässt sich sehr viel anstellen. Und im Hintergrund seht ihr sehr, sehr viel Grün. Das ist nicht nur ein Sichtschutz. Hier zeige ich euch mal die Blüte der Passionsblume. Ist ziemlich herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine Kaffeelimette. Damit könnt ihr unheimlich gut bei Currys arbeiten. Die schmeckt unheimlich zitronig. Hier drüben trocknet gerade mein Liebstöcke. Und dann gehen wir mal weiter raus. Hier ist alles eingesäumt mit Erdbeeren. Jede Menge Erdbeeren. Hier könnt ihr es auch sehen. Da, ganz voll. Dann kommt hier ein richtig großer Rosmarin. Dann haben wir hier den Salbei, die Minze. Da unten ist der Oregano. Den habe ich mir damals aus Italien mitgebracht. Und da blüht gerade der Thymian. Und was ihr hier seht, diese langen Stöcke, nicht im Hintergrund meine Katze, die kommt da nicht ran, das ist die Blüte oder wird die Blüte von einer Frühlingszwiebel. Ich habe die Frühlingszwiebel gekauft, abgeschnitten und verwendet. Hier ist schon eine offene. Hier könnt ihr sie, glaube ich, ganz gut erkennen, die Blüte. Ich habe die Frühlingszwiebel, wie man sie macht, halt verwendet und habe den Rest hier gerade einfach wieder eingesetzt und das ist alles daraus gewachsen. Das heißt, die Blätter habe ich teilweise wiederverwendet, deswegen sind sie auch abgeschnitten. Aber die Blüte lasse ich stehen, denn die Blüte wird später den Samen gezogen. Und dann haben wir hier eine Katzenminze. Dann blüht da drüben der Schnittlauch. Da habe ich schon wunderbare Schnittlauchblüten Essig gemacht, aber auch Schnittlauchbutter mit Blüten dazu. Und dann kommen hier schon die ersten Tomaten. Hier habe ich eine, die versucht zu überleben. Da ist eine Schnecke schon zu Opfer gefallen. Da hinten wachsen zwei. Hier vorne wächst eine. Da kommt eine Gurke. Das ist bei mir Premiere. Ich habe noch nie mit Gurken gearbeitet, beziehungsweise selber Gurken gesetzt. Aber was nicht ist, dieses Jahr ist es soweit. Da wird die Gurke kommen. Dann haben wir hier den Lavendel ganz groß. Da hinten ist noch ein Gundermannkraut. So, und hier kommen wir in ein ganz großes Hochbeet. Das habe ich euch ja schon von oben gezeigt. Da habt ihr hier vorne Feldsalat wachsen. Das ist Feldsalat. Dann haben wir hier nochmal eine andere Gurke. Ich glaube, das ist eine Schlanggurke. Und die bekommt schon hier, da könnt ihr es, glaube ich, ganz gut erkennen, die ersten kleinen Gürkchen dran. Dann verschiedene Tomatensorten, da sind rote dabei, gelbe Fleischtomaten. Da hinten versucht gerade ein Basilikum zu überleben. Hier könnt ihr ihn sehen. Leider ist hier der Schneckenfraß sehr, sehr groß. Da haben wir einen roten Basilikum, also war rötlich. Eine andere Sorte. Dann habe ich hier den Spinat, der fängt auch bald an zu blühen. Da hole ich mir dann auch die Samen wieder raus. Warum die Kartoffel hier drin ist, die hier so groß wächst, kann ich euch nicht sagen. Ich habe keine bewusst gesetzt, aber sie ist da. Da seht ihr auch schon die Blüten von der Tomate. Also es gibt jede Menge Tomatenblüten, es wird verschiedene Tomaten, da halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Die haben sehr kuriose Namen wie Sergeant Pepper und irischer Likör. Also die haben schon ulkige Namen, aber ich halte euch da gerne auf dem Laufenden. Hier unten seht ihr meine Insektentränke. Da ist gerade so eine kleine Wespe da. Ich glaube, ihr könnt sie sehen. Da in der Rose musste auch eine Tomate herhalten. Beziehungsweise die Rose musste für die Tomate herhalten. Hier wächst ein Black Cherry. Die Rose blüht hier auch schon schön. Richtig schön rosé. Und dann kommen wir hier zum zweiten Hochbeet, das ist ganz, ganz neu. Da haben wir hier Paprikas, dann habe ich hier Radieschen. Schaut mal, ist das nicht ein Riesenkerl? Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Und hier hinten, was man nicht machen soll, Radieschen und Gurke vertragen sich eigentlich nicht, aber hier kommt noch eine Gurke. Ich glaube, das sind Einlegegurken, wenn ich es richtig weiß. Und da hinten haben wir Aubergine, das ist eine selbstgezogene.
Die erkenne ich, weil sie hier grün ist und die gekauften sind lila. Wo die Tomate herkommt, das wissen die Götter. Ich habe sie nicht gesetzt. Hier kommt Frühlingszwiebel. Da hinten probiert sich eine Chili. Hier vorne kommt auch eine ganz, ganz kleine Chili. Also ich habe es zumindest mal vor, dass sie kommt. Ansonsten habe ich hier noch eine Johannisbeere, die habe ich ganz frisch gekauft, aber sie trägt schon Früchte, also da freue ich mich auch richtig drauf. Da seht ihr nochmal unsere Rosen. Da wird es wie gesagt noch Rosenrezepte geben bald. Und hier hinten unser Insektenhotel. Und wenn ihr da hinschaut, ich hole es mal näher ran, da ist ordentlich was los. Da sind viele, viele Löcher schon zu. Das heißt, da haben sich Insekten schon breit gemacht. Ansonsten habe ich hier noch ans Hochbeet selber noch Baumscheiben dran gemacht. Auch nahe von mir. Und da sind auch schon die ersten belegt, wie man sehen kann. Da haben auch schon die ersten Löcher einen Gast gefunden. Und da unten haben wir noch eine wunderschöne Pfingstrose. Hier auf der Regentonne habe ich noch eine kleine Vogeltränke. Was ihr hier noch seht mit den großen Blättern, das auch gerade blüht, das ist eine Kiwi. Da seht ihr die Blüten. Da oben ist auch noch eine richtig schön. Ja, und dann haben wir hier oben noch ein Vogelhäuschen. Ob das bewohnt ist, weiß ich nicht. Aber die Vögel fühlen sich da richtig wohl. Hier ist noch mehr Kiwi, also da wird es dieses Jahr auch jede Menge Kiwis geben. Und ja, das war's so ein bisschen. Hier noch der Komposter, wo dann die ganzen Gartenabfälle reinkommen und wieder verarbeitet werden. Ja, das war meine kleine Tour durch meinen Garten. Wie ihr gesehen habt, er ist nicht sehr groß, aber man kann hier einiges anstellen. Also für die Vögelchen ist gesorgt, für die Insekten ist gesorgt. Und ich hoffe, dass ich auch für mich ein paar leckere Tomaten finde. Wie gesagt, ich schreibe euch gerne mal die Sorten der Tomate, wenn es euch interessiert, unten rein, was ich alles dieses Jahr gepflanzt habe und mal schauen, wie sie was werden. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich, ja, bei den nächsten Rezepten wieder. Danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drüber und wenn ich euch über irgendwas auf dem Laufenden halten soll, dann lasst es mich gerne wissen. Bis bald!